Hallo Freunde, wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute um Intelligenzfragen. Wenn du diese Fragen ohne Probleme gelöst hast, dann schreib es in die Kommentare. Legen wir los. Wenn die Schokolade 10 Euro teurer ist als das Wasser, was kostet dann die Schokolade? Für diese echt schwere Frage habt ihr jetzt 10 Sekunden Zeit. Für die, die es gewusst haben, Glückwunsch! Das Wasser kostet 50 Cent. Weil die Schokolade 10 Euro teurer ist, kostet sie 10,50 Euro. Zwei Leute spielen Schach. Wer 3 von 5 Spielen für sich entscheidet, hat gewonnen. Doch die beiden gewinnen jeweils 3-mal. Wie kann das deiner Meinung nach sein? In der Frage wird nicht gesagt, dass sie gegeneinander spielen. Das ist nur möglich, wenn sie gegen andere Personen spielen. In welche Richtung fährt dieser Bus deiner Meinung nach? Deine Zeit läuft jetzt. Dieser Bus fährt nach links, weil sich die Türen auf der rechten Seite befinden. Wie viele Löcher hat dieses T-Shirt? Ein kleiner Tipp, die Antwort lautet nicht 2 oder 6. Die Antwort sind 8 Löcher, denn nicht nur die Risse gelten als Löcher, sondern auch die anderen Öffnungen. So haben wir immer noch nur 6 Löcher. Aber wenn wir nachdenken, haben wir auf der Rückseite auch 2 Löcher. Also ist die Antwort 8 Löcher. Wie viele Mädchen befinden sich auf diesem Bild? Schau genau hin. Auf dem Bild sind nur 2 Mädchen, der Rest sind nur Spiegelungen. Wenn man diesen Wasserhahn aufdrehen würde, welcher Tank würde sich als erster füllen? Als erstes würde sich der dritte Tank füllen und daraufhin der vierte Tank. Welche Zahl würde laut dieser Rechnung rauskommen, wenn man die Kokosnuss, den Apfel und die Bananen zusammenzählt? Schreib deine Antwort in die Kommentare. Mal sehen, wer die richtige Lösung findet. Freunde, hat euch dieses Video gefallen? Dann teilt das Video auf Facebook. Und vergiss nicht, deine Antwort in die Kommentare zu schreiben. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.